Hallo liebe Rosenfreunde, herzlich willkommen zum Rosenschnitt im Frühjahr. Zu Anfang sprechen wir über grundsätzliche Dinge und gehen dann später genau auf die einzelnen Rosengruppen ein. Der Rosenschnitt ist die wichtigste Pflegemaßnahme für gesunde Rosen im ganzen Rosensommer und gehört zu den ersten Arbeiten nach dem langen Winter. Wir werden immer wieder gefragt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um die Rosen zurückzuschneiden? Ein prima Indikator ist die Natur selbst, nämlich mit der Forsythienblüte. Das Wichtigste beim Rosenschnitt ist allerdings der Mut zum Schnitt. Denn die Rosen blühen am besten am jungen und gesunden Holz. Und um zu vermeiden, dass ihre Rosen von unten verkahlen oder eben auch krank werden, ist ein kräftiger Rückschnitt im Frühjahr wichtig. Braune und schwarze Triebe sollten auf jeden Fall herausgeschnitten werden. Und der Rückschnitt ist auch wichtig um die Gesundheit ihrer Rosen, denn das alte Laub trägt immer noch Pilzsporen vom Winter. Ich habe hier mal das ein oder andere aus dem Garten zusammengetragen. Hier haben wir die Pilzsporen drauf und die setzen sich dann auf die neuen Rosenblätter. Dazu gehört auch, dass man nach dem Schneiden das gesamte Laub aus dem Rosenbeet herausnimmt und dann später mit Bodenaktivator und Dünger aufbereitet. Für den eigentlichen Schnitt gibt es vorab vielleicht auch schon etwas zu sagen, denn wir schneiden immer zwischen den Augen. Die Rosenaugen erkennen Sie immer daran, wo vorher ein Blatttrieb gesessen hat. Und wenn wir nun mal die Blätter abzopfen, setzen wir den Schnittpunkt genau zwischen die Augen, leicht schräg. Und man hat so eine kleine Orientierungshilfe, wenn man weiß, dass nach dem Schnittpunkt das Auge direkt wieder neu austreibt. Wenn also die Basis schon sehr verholzt ist, also über viele Jahre nicht konsequent geschnitten wurde, dann kann das manchmal auch so aussehen, dass Sie eben gar keine Augen erkennen können. Aber auch hier können Sie mal in das alte Holz hineinschneiden und erreichen dadurch einen Neuaustrieb von unten und bekommen somit auch wieder schöne, buschige Rosenpflanzen für die kommende Saison. Sie wollen alle gesunde, buschige, belaubte und reich blühende Rosen im Sommer genießen? Dann lassen Sie uns beginnen. Wir zeigen Ihnen nun den Rückschnitt von Kletterrosen. Was man jetzt hier noch toll sieht, wir haben noch die komplette Belaubung aus dem letzten Jahr an der Pflanze dran. Und man sieht auch, dass die Pflanze buschig war von oben bis unten. Und genau das ist das, was wir auch erreichen wollen und auch durch den Schnitt sehr, sehr gut hinbekommen, weil wir eben die ganze Pflanze von oben bis unten schneiden. Viele denken immer, bei Kletterrosen muss man wenig schneiden, aber gerade auch hier müssen wir richtig Hand anlegen. Wir beginnen bei den kurzen Seitentrieben, die an unsere starken Haupttriebe dran gewachsen sind. Das heißt eben kleine Verzweigungen, die keine starken neuen Haupttriebe ausbilden, die schneiden wir weg. Und haben Sie keine Angst, wenn ich eben gesagt habe, wir nehmen die Blätter alle weg, weil durch den Rückschnitt haben Sie schon einen Großteil der Belaubung an der Pflanze mit weggenommen. Und dann tasten wir uns langsam vor, gehen also mal in die Tiefe rein, nehmen das ganze kleine, die ganzen kleinen Verzweigungen aus der Pflanze heraus. Das ist jetzt hier noch ein bisschen unübersichtlich. Ich habe das schon mal vorbereitet auf der anderen Seite. Und hier sehen wir sehr, sehr gut, dass wir die starken Haupttriebe haben und haben die Seitenverzweigungen auf 2 bis 3 Blatttriebe zurückgeschnitten. Man nennt das auch 2 bis 3 Augen und wir haben hier auf jeden Fall genügend Potenzial da, dass die Pflanze toll austreiben kann. Wichtig für Sie ist, dass Sie in der gesamten Ebene der Pflanze schneiden. Also, dass wir überall von unten bis oben Schnitte platzieren, weil an allen Schnittpunkten eben neue Verzweigungen entstehen, weil die Pflanze neu austreibt und weil sie später auch im weiteren Verlauf des Sommers richtig schön buschig von unten bleibt. Wenn Sie jetzt über viele Jahre nicht geschnitten haben und haben ganz viel altes, starkes, verholztes Rosenholz an Ihren Kletterrosen dran, kann man auch mal in den alten Trieb hineinschneiden. Auch das fördert neues Wachstum von unten und dann bekommen Sie meistens solche langen, dünnen Triebe. Und solche langen, dünnen Triebe, da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können zum einen sagen, wir schneiden solch einen jungen Trieb direkt mal hier unten raus. Dann haben wir dadurch auch eine Verzweigung hier unten, wo wir direkt neue Buschigkeit im unteren Bereich bekommen. Oder wir haben den ein oder anderen langen Trieb und den führen wir und ziehen ihn, weil wir nämlich durch die Spannung auf diesem Trieb eine besondere Spannung auf diesen Rosenaugen bekommen und dort, wo die Spannung am größten ist, treibt die Pflanze nochmal aus und bringt auch wieder neue Verzweigungen, mehr Buschigkeit und mehr Blüten im kommenden Rosensommer.
Man kann das hier sehr gut sehen. Wenn wir hier mal diesen gebogenen Trieb aus dem letzten Jahr uns anschauen, der hat also ganz viele Seitenverzweigungen bekommen durch diese Biegung, durch diese Spannung. Und wenn wir dann ein Jahr weiter sind, ist es genau das, was wir eben an den Pflanzen zurückschneiden. Wir haben hier einen gebogenen Trieb aus dem letzten Jahr und wir sehen hier, dass der Trieb durch diese Biegung also auch wieder ganz viele Seitenverzweigungen gekommen hat. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir diese Seitenverzweigung auf 2 bis 3 Augen zurückschneiden. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie wissen ja gar nicht, wo sind denn jetzt die Augen, wo muss ich denn überhaupt schneiden, dann nehmen Sie sich einen belaubten Trieb als Orientierungshilfe. Und wenn Sie jetzt hier 4-5 cm haben, dann wissen Sie genau, Sie haben 2 Blattaustriebe zur Verfügung. Und das ist das, was wir hier stehen lassen, so 2 bis 3 Blatttriebe. Hier haben wir eben eine neue Verzweigung. Hier kriegen wir wieder neue Blätter, neue Buschigkeit und eben auch die Pflanze von unten bis oben belaubt. Hier ist noch ein bisschen altes Laub dran. Das zupfen wir so mit raus. Einen kleineren Trieb nehmen wir auch mit weg und schneiden diese ganzen Seitenverzweigungen von diesem gebogenen Trieb heraus. Es ist auch manchmal hilfreich, wenn Sie die Triebe von Ihrem Ranggerüst, von Ihrem Rosenbogen, von Ihrer Kletterwand direkt ablösen, weil Sie dann oftmals auch leichter schneiden können. So, und jetzt haben wir unseren tollen gebogenen Trieb aus dem letzten Jahr fertig geschnitten und Sie haben gesehen, durch den Schnitt auch automatisch komplett entlaubt. Also da brauchen wir nicht hingehen, müssen noch irgendwas abzupfen. Der war eben noch komplett grün und ist jetzt blattlos. Und jetzt können wir den neu befestigen. Hierfür haben wir so ein Drahtgarn, den finden Sie bei uns auch im Shop. Der hat den Vorteil, dass er eine Drahtseele hat und ist mit Papier ummantelt, also schützt im Grunde genommen den Trieb vor Verletzungen. Der Drahtgarn hat den Vorteil, dass wir ihn gut verzwirbeln können und hiermit befestigen wir unsere Rosentriebe wieder an unseren Ranggerüsten. Einfach hier rumgeführt und mit 2-3 Umdrehungen wieder befestigt. Den können Sie übrigens auch mit kompostieren. Das heißt, wenn beim nächsten Rosenschnitt im Frühjahr der Drahtgarn mit zurückgeschnitten wird, der ist auch so dünn, dass er nicht der Schere schadet, dann kann der einfach mit auf den Komposthaufen oder mit in die Biotonne rein. So, und dann ziehen wir direkt diesen Trieb wieder an unserem Gestell entlang, befestigen ihn neu und sind gerade bei dieser Kletterrose wieder ein Stück weiter. Und weiter geht's zum nächsten Trieb. Auch hier wieder Seitenverzweigungen. Und auch hier sieht man wieder, dass eben das meiste Laub durch den Schnitt mit weggenommen wird. Wir haben hier nochmal eine Kletterrose an einer Wand. Hier sieht man auch noch volle Belaubung aus dem Winter heraus. Und auch hier schneiden wir von unten bis oben. Das heißt, kleinere Triebe nehmen wir unten raus. Längere Triebe, die nach vorne zeigen, die wir nicht biegen oder führen können, können wir gerne auch mal wieder unten rausschneiden, weil wir eben immer wieder durch den Schnitt im unteren Bereich auch neue Verzweigungen bekommen. Und dann später, wenn die Pflanze geschnitten ist, wird sie auch geführt und gezogen nach links und rechts wie ein Fächer auseinander, um eben durch diese Biegung auch wieder Spannung auf den Trieben zu bekommen und trotzdem auch immer wieder den Schnitt in den unteren Bereichen, dass wir eben durch Biegung und durch Schnitt so viele Austriebe wie möglich bekommen. Heißt eben ganz, ganz viele Blätter, ganz viele Blüten. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Schnitt Ihrer Kletterrosen und einen schönen Rosensommer.